dieser haufenweise brandheißen Informationen zu einem noch viel brandheißeren Spiel von einem ultra brandheißen, kochenden, überbordenden Typen namens David Molter. Wer kennt David schon? Ja, da ist einer, der David kennt. Die anderen werden ihn jetzt kennenlernen. Blue Point ist der Entwickler, die Siedler ist das Spiel. David Molter ist der Mann, der eine ganze Kiste voll mit T-Shirts mitgebracht hat. Denn ich weiß, ihr seid alle bestechlich. Nichts futtert euren Durst nach Informationen so sehr wie T-Shirts. Informationen und T-Shirts hat er mitgebracht. Hier ist David, großen Applaus! War das total nett? Entschuldige, es war die netteste Anmoderation, die ich diese Woche gemacht habe. Die allernetteste, Schätzchen. That's a lie. Also, ihr müsst gar nichts so tun, ich weiß, ihr wollt T-Shirts. Schlechte Nachricht, ich habe keine Stimme mehr. Gute Nachricht, ich habe das Feinste an deutscher Textilarbeit. Wer immer schon Siedlerfiguren um und auf die Plauze herum tragen wollte, gerne auch mit 3D-Effekt, kann das hier tun. Aber, eine Regel, war irgendeiner von euch gestern schon hier? Okay, du weißt die Regeln, ich kann es nicht mehr erklären. Also, ich sag welchen Namen? Waltraud. Ihr sagt welchen Namen? Was passiert dann? Wie passiert dir vielleicht später? So, also, wir machen üben das jetzt einmal. Waltraud? Waltraud? So, jetzt würde ich sagen, wir schauen uns einen kleinen Trailer an. Und dann geht's los mit der Präsentation von Die Siedler, Königreich Valteria, die Herausforderung mit Stimmbad schlechthin. What's up? Was man von hier sehen kann, bis zur Wohnung von der
Und jede Siedlung beginnt mit einer Produktionskette. Das ist das Rückgrat der Siedlererfahrung seit jeher. Und wir beginnen mal mit der klassischen Produktionskette der Holzfäller. Der Holzfäller, der fällt Holz, das ist jetzt fundamental was Neues. Aber was ihn und alle anderen Produktionsstätten im neuen Die Siedler Königreich von Anteria auszeichnet, ist sein willenloser Gehorsam euch gegenüber. Und das bedeutet, ihr habt zu jeder Zeit die volle Kontrolle über die komplette Produktionskette und könnt zum Beispiel hier genau bestimmen, ey, Holzfäller, du hackst das Holz da und dann liefert du das Holz zu dem. Und das könnt ihr mit jeder Produktionskette machen, immer mit dem Ziel, eine perfekte Produktionskette zu schaffen für mehr Effizienz. Denn wir alle wissen, Effizienz muss sich lohnen und Effizienz wird sich lohnen. Das ist das Versprechen von uns und die damit eigentlich streng genommen überhaupt nichts zu tun hat. Und Belohnung, Produktivität wird belohnt. Wie? Das zeige ich euch jetzt. Hier ist ein Köhler. Und der Köhler köhlt so vor sich hin, macht er ziemlich gut. Aber wir wollen mehr als gut. Wir wollen Perfektion. Und dazu könnten wir mehrere Maßnahmen treffen, um diese Kette zu perfektionieren. Wir könnten den Straßenbau optimieren. Aber wir machen was anderes, was leicht ist. Eine Sache, die ich heute Morgen jetzt auch tun soll. Oberkante, Oberlippen gefüllt werden mit Kaffee. Und das steigert die Produktivität und wir haben eine perfekte Produktionskette erschaffen. Und das gibt uns Ruhm und Ehrenpunkte. Und Ruhm und Ehrenpunkte sind die Möglichkeit, um im Spiel neue Technologien freizuschalten. Ihr seht hier die Technologie Bau. Ihr seht auch, das Ding ist ziemlich groß. Das ist ziemlich groß, denn so ein Spiel ist komplex bei den Siedlern. So eine Siedlung lebt ja auch nicht von Luft, Liebe und einer Latze alleine. Nein, es gibt zahllose Gebäude und Technologien, die ihr freischalten könnt. Aber diese Gebäude brauchen Platz. Die muss man irgendwo hinbauen, ist klar, die passen nicht alle in die Hose, also muss man sich ausbreiten. Das funktioniert ebenfalls über Ruhm und Ehre. Das bedeutet, ihr könnt den König der Pixel euch eine Genehmigung zu erteilen, einen weiteren Sektor zu eurem Königreich hinzuzufügen. Das machen wir jetzt hier und haben einerseits mehr Bauplatz und andererseits haben wir Zugriff auf diese pittoresken beiden Minen dort, die wir jetzt nach Gutsherrenart ausbeuten können und das Eisenerz herausziehen für unser Königreich. Seine Sprung in die Zukunft, das ist unser Königreich ein bisschen gewachsen. Und um euch mal zu zeigen, wie groß und wie komplex diese Ketten werden können, zeige ich euch ein Beispiel. Hier arbeiten 19 Gebäude plus Rohstoffquellen Hand in Hand zusammen, um für euch magische Klinge zu produzieren. Es ist ein Applaus wert! Es ist ein Applaus wert! Was ist heute los? Aber ganz egal, wie weit ihr im Königreich das ausbreitet, es gibt immer Rohstoffe, die ihr nicht im Königreich findet. Die gibt es eben nur in den Bundesländern. Und dahin zu kommen, da braucht ihr die Hilfe eurer Champions! So, erster Champion, den zeige ich euch hier, die Kriegerin. Eine sehr attraktive Rothaarige. Ist hier jemand, mag hier jemand Rothaarige? Das finde ich schön. Und den besten Rollenspieler werden wir jetzt erst ausrüsten mit einem Schwert, damit sie ihren Job noch machen kann. Leute auf die Nase hauen. Und wir müssen sie auch trainieren. Das heißt, wir trainieren zuerst ihre Talente. Und Talente sind Fertigkeiten, die man im Königreich anwendet, um zum Beispiel Schatzsuchen zu starten oder um so einen Köhler auch ohne Kaffee so ein bisschen der Produktivität zu erhöhen. Aber in den ungezählten Teilen von Anteria geht es nämlich viel zu. Und da muss man auch kämpfen, deshalb müssen wir auch Kampfskills trainieren. Und das machen wir jetzt hier. Zunächst trainieren wir das Ausweichen, wir wollen ja nicht ständig auf die Nase kriegen. Und dann lernen wir noch einen weiteren Skill. Dieser Skill heißt... Er heißt wirklich so. Und den wollen wir lernen, aber dazu brauchen wir einen Rohstoff, den wir nicht im Königreich finden. Die Sagen und Bogen in weißen Federn. Ist ja klar, die Kriegerin braucht weiße Federn, um morgen wach zu werden. Und die gibt es eben nicht im Königreich. Die gibt's nur im Abenteuer oder eben im Handel. Handel zeige ich euch jetzt hier. Hier ist der Hafen. Wir schauen mal, ob irgendein anderer Spieler weiße Federn anbietet. Und als hätte ich es gewusst nach 4 Tagen, unser guter Freund Schweini, endlich sowas Gutes, der verkauft uns weiße Federn für ein paar Goldmünzen. Den Deal machen wir ganz schnell. Und ausgestattet mit den weißen Federn können wir jetzt der Kriegerin auch die sanfte Umarmung beibringen. Eine Fertigkeit, die deutlich gefährlicher ist, als der Name das vielleicht vermuten lässt. Bis sie uns ja keine sanfte Umarmung macht. Weiter! So. Training ist ein Ding, Ausrüstung ist ein anderes. Man kann, wir haben bis zu über 2000 Crafting-Rezepte im Spiel, mit denen man Gegenstände craften kann. Einerseits fürs Königreich, zum
zum Beispiel den schwarzen Kaffee, den wir gesehen haben, aber eben auch das Abenteuer. Wir können Body Arms craften für unsere Champions. Wir können Medizin craften, damit wir kleine Wehwehchen heilen können. Wir können exklusive Fässer craften, damit wir große Wehwehchen verursachen können. Und wir können Ballistas bauen, die wir dann flugs aus der Hose zaubern, wenn es notwendig ist, im Abenteuer. Und das Abenteuer führt uns gegen wen? Die Wilde? Und nicht zu Recht, die Wilde Waldsaut heißt tatsächlich so, das ist natürlich ausgedacht. Und die ist ein Minibus. Und die werden wir jetzt in einem Abenteuer in die Knie zwingen. Und das machen wir nicht alleine, wir laden einen Freund ein. Man kann jedes Abenteuer im Spiel im Koop-Modus spielen. Wir könnten bis zu 3 Spiele einladen. Wir laden einen ein. Und ähnlich wie Ringepiez mit Anfassen macht das Spielen anderen Leuten mehr Spaß und irgendwie auch mehr Sinn. Man hat mehr davon. Es gibt extra Belohnungen und es ist auch ein bisschen leichter. Wer öfter mal Ringepiez mit Anfassen macht, der wird das bestätigen können. Und jetzt wählen wir die Champions für unser Abenteuer aus. Unser Freund macht genau das Gleiche. Und jetzt schauen wir uns eine Karte an. Und dort liegt wer? Zu Recht, die nimmt in den windigen Wäldern und genau da geht's jetzt hin. Und jetzt klopft mir der Dame mal die Kutte kaputt. Abenteuer! Hauptsache, ihr habt noch Schuhe. So, jetzt schauen wir uns mal die Champions hier an. Die haben wir alle mitgebracht, beziehungsweise unser Freund war das. Ganz vorne ist der Ritter. Ja, der ist ein Ritter, der ist ritterlich. Der absorbiert Schaden für andere. Ganz rechts die Kriegerin, die kennen wir bereits. Sie macht jetzt den Stahltanz. 6 Jahre Ausdruckstanz. Das Ergebnis. Das könnten wir sein, aber nein, wir haben Schwänzmannsport. Dann haben wir noch die Priester, der Heiler in der Gruppe und die Bogenschütze, die hier aus zweiter Reihe Pittoresk eine Pfeilregel hier runterfallen lässt. Und in dem Wagen da hinten, da sind einige Gegenstände drin, die wir gerade in Vorbereitung für das Abenteuer gecraftet haben. Und genau die werden wir aus dem Wagen in die Tasche unserer Champions stecken. Weil es ist immer nützlich, so eine Ballista in der Hose zu haben, im Fall der Fälle, man kann sie locker ziehen, falls einer vorbeikommt und so einen großen Pfeil in die Fresse braucht. Wir sind vorbereitet, wir haben es gecraftet, die Helden haben es in der Tasche. Auf geht's! Auf geht's gegen die Wilde! Ist hier irgendjemand Waldraut? Ich bin beruhigt. So, unterwegs zur Wilden Waldraut. Alter, was ist los? Finden wir eine Schatztruhe und den Inhalt werden wir uns unter den Nagel reißen. Oh ja, okay, hier haben sich einige Banditen uns in den Weg gestellt. Das gibt keine jetzt, würde ich sagen. Das ist eine Scheiße, die ich noch neudeutsch sage. Hier sind wir Überzahl. Ich würde sagen, okay, jetzt wird abgecatcht. Und man sieht hier schon, die fallen wie die fliegen. Das ist mir so ein Sparring hier. Wir bekommen für jeden Besieg natürlich Erfahrungspunkte. Das ist ein Scheißtag für die Jungs. Um den Tag noch schlimmer zu machen, werden wir jetzt ihre Schätze unter den Nagel reißen uns und können das nutzen zum Craften, zum Bauen und zum Handel im Königreich. Und jetzt hier! Alpha Female, das Alpha-Weibchen, die wilde Waldraut. Reicht zu erkennen, ihre paar gewaltigen Hämmern. Und sie wird begleitet durch von zwei Armbrustschützen. Taffe Typen, eine taffe Frau, taffe Typen, die passen zusammen. Eine wunderbare Lebensgemeinschaft, die wir jetzt beenden werden. Wir sind vorbereitet. Ich würde sagen, haut die Waldraut! Und jetzt achtet auf die Kriegerin, die macht jetzt ihre Dampfdürre. Und zieht dann die beiden Armbrustschützen zu sich heran. Und sie macht die Waffe mit dem Schaschling. Entschuldigung. Und weil die Waldraut immer noch gefährlich ist, werden wir proaktiv ein bisschen heilen. Und wir werden jetzt auch die Ballista aus der Hose ziehen. Und haben jetzt Feuerschutz durch die Ballista, durch die Bogenschützen-Champion-Frau und die gekörperten Bogenschützen. Das sieht nicht gut aus für die Wilde. Und da geht sie zu Boden. Der Krieger hat ihre Attacken unterbrochen, schickt sie zu Boden. Spoiler-Alarm, wir gewinnen das. Wir gewinnen das, sowas, so bitter gewinnen wir das. Ein letztes Aufbäumen, Alter, und das war's. Das war's. Tausend Applaus von Kölner Arteria. Weiter ist hin, da müssen wir jetzt in das vorbei. Einfach nur mal klatschen. Dankeschön. So, und die ganzen Schätze. Der ganze Ruhm, die ganze Ehre, die wir in dem Abenteuer gesammelt haben, die kommen unserem Königreich zugute. Und genau da kehren wir jetzt hin zurück. Und jetzt zeige ich euch ein wahres Königreich in Arteria. Das hier von dem pittoresken Schloss quasi, unter diesem Schloss, breitet sich unser Königreich aus. Das ist das Ergebnis von Wochen, ich will sagen Monaten Spielspaß. Um euch eine Perspektive zu geben, wie groß dieses vorbereitete Königreich ist, da haben wir...
400 Gebäude, jedes Jahr 106 Aufbaustufen. Das bedeutet, um dahin zu kommen, müsst ihr die Wirtschaft immer wieder optimieren, ihr müsst Abenteuer erleben, ihr müsst Handel treiben, ihr könnt mit anderen Spielern zusammenspielen, dann wuselt es auch so schön. Und damit ihr wirklich Zeit und Muße habt, euch in diesem Königreich abzugeben und zu beschäftigen, die Siedler Königreich Materia ist ein Online-PC-Spiel mit einer persistenten Welt. Das bedeutet, ihr zieht nicht andauernd neue Königreiche für jede Mission hoch. Nein! Ihr habt ein Königreich, euer eigenes Königreich, das ihr eben über Wochen, Monate und ich weiß nicht wie lange heranzüchtet und zu eurem eigenen Königreich macht. Ein bisschen wie die Beziehung zu Mutti. So, und wenn ihr jetzt fragt, wie, wo, wann kann ich das spielen? Ich will eine Hanseria, ich will Abenteuer leben, ich will Siedler und ich will den wilden Waldraum zeigen, wo die beiden Hammer hängen. Ja? Wenn ihr das alles machen könnt, dann könnt ihr das sehr bald tun. Die deutsche Closed-Beta startet ab dem 20. August. Das heißt, ihr könnt euch bewerben unter diesiedler.de und ein bisschen Glück seid ihr dann dabei. Das ist der Weg des Plebs. Der Weg der Elite, die hier steht. Also eigentlich könnt ihr mir selber klatschen. Die Siedler-Elite, die hier steht, hat eine andere Möglichkeit, an der Closed-Beta teilzunehmen. Ich habe diese Kreditkartenähnliche, dieses Ding in der Hand. Das ist ein garantierter VIP-Zugang zur Closed-Beta. Und die werden wir jetzt in das Volk bringen. Wir haben nur ein paar davon. Ab! Wir haben nach dieser Präsentation, da hinten im Consumer-Bereich, in dem Community-Bereich, da könnt ihr vorbeikommen, da geben wir noch ein paar Karten aus. Und ich glaube, ich werde jetzt gut beraten, ein paar T-Shirts nach vorne zu bringen, was? Okay, Regeln haben sich nicht verändert. Regeln haben sich nicht verändert. Was ist der schönste Name in der deutschen Sprache für das weibliche Geschlecht? Wer ist das Alpha-Weibchen? Wer lebt im windigen Wald? Wer ist schuld, dass ich keine Stimmbänder mehr habe? Ja, geil. Auf geht's, ihr werft nicht mal Schatz. Ihr macht weiter. Waldraut. Sport 3 Plus, ich kann nicht wahnsinnig weit werfen. Es gibt nur eine Waldraut. Eine Waldraut. Und die lebt in dem Wald und die bekommt Besuch bald. Willkommen in der Waldraut-Wunderwelt. Es gibt nur eine. Und die lebt in dem Wald und die bekommt Besuch bald. So enthusiastisch ist. Zwei Shirts haben wir noch. Eins da. Woo! Gib mir ein W. Gib mir ein Altraut. Das könnte ich jetzt auch nicht mehr machen. Woo! Vielen Dank. Wir sehen uns gleich in der Community Corner und später auch nochmal zur Präsentation. Wenn ich da noch unsere Leben war. Vielen Dank. Ciao.